Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ihr seht Adventskalenderzeit. Ich habe hier mit Abstand den teuersten Adventskalender, den ich mit euch zusammen ausgepackt habe in den Videos. Ich denke, nicht lang schnacken, wir packen den mal aus. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß es gar nicht, ich habe den wirklich blind bestellt. Die Firma gefällt mir eigentlich ganz gut, deswegen bin ich guter Hoffnung. Der ist riesig und der ist richtig, richtig schwer. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Genau, wir haben hier einmal Fanny. Da seht ihr vielleicht noch ein Öhrchen. Die kleine Maus ist hier natürlich am Start. Und wir haben hier den riesigen Adventskalender von Pets Daily. Ihr seht den, glaube ich, gar nicht richtig. Ich glaube, ich muss meine Deko hier ein bisschen verschieben. Denn das hier ist der Pets Daily Adventskalender. Und der hat nicht nur eine Seite, der hat nicht nur zwei Seiten. Nein, der hat drei, vier Seiten, wo ihr auspacken könnt. Dementsprechend muss ich ein bisschen rumsuchen. Die Türchen sind teilweise richtig groß. Also hier haben wir direkt die 24 ganz vorne, die zwei. Ich bin ganz, ganz dolle gespannt, was drin ist. Ich bin mal gespannt, ob wir da Full-Size-Sachen drin haben. Der Adventskalender, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, hat 60 Euro gekostet. Dementsprechend bin ich echt gespannt, was drin ist. Ich hoffe, dass wir die Produkte gut gebrauchen können. Und wir gucken jetzt sofort in Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 hatte ich, glaube ich, schon gesehen, ist auf dieser Seite. Das ist das hier oben. Da gucken wir jetzt mal rein und ihr seht, Fanny ist auch schon ganz gespannt. Der ist auf jeden Fall viel massiver. Und da haben wir an Tag Nummer 1 direkt eine Dose von Pets Daily und zwar Pute. Das ist so eine Putendose. Genau, 70% Pute, 24,9% Brühe, Apfel, Buchweizen, Mineralstoffe, Distelöl. Also eigentlich eine sehr schöne Dose. Also eine sehr schöne Zusammensetzung, Premium-Nassfutter. Problem bei Nassfutter finde ich immer, oder bei Futter generell in solchen Adventskalendern oder generell, ist ja einfach, dass man ja meistens schon ein Futter hat und jetzt quasi genötigt wird, irgendwas anderes zu probieren. Finde ich allerdings bei dem Kalender nicht schlimm, weil Pets Daily natürlich die eigenen Produkte reinpackt und die halt auch sehr viel Futter haben. Dementsprechend habe ich mir schon gedacht, dass da Dosen drin sind. Ich bin mal gespannt, was in der 2 drin ist. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Die ist hier vorne so ein bisschen länglicher. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da aber nicht nur Dosen drin sind. Oh, schaut mal. In der 2 ist das hier drin und dann rutscht gleich die Nummer 3 nach. Das ist cool gemacht. Die Nummer 2, richtig cool. Wir gucken rein. Und da haben wir eine Tüte Strauß-Softies. Okay, wenn ihr uns folgt, dann wisst ihr, Strauß gibt es bei uns nicht. Das ist nämlich unsere Proteinquelle, die wir nicht füttern, falls doch mal eine Ausschlussdiät gemacht wird. Aber guck mal, die Größe, die ist super zum Trainieren. Ich hoffe, es ist nicht noch mehr viel Strauß drin. 60,5% Fleisch ohne Zucker, Getreide, Aroma, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Füllmittel. Richtig cool. Also ich finde das auch richtig geil, dass das hier nachrutscht. Dementsprechend machen wir gleich mit der 3 weiter. Und die 7 ist hier schon nachgerutscht. Also hier auch wieder in einem schönen Pappkarton. Auch da ist wieder ein Leckerli drin. Und da sind Dorschstreifen drin, also längliche. Und zwar 100% Dorsch. Ich glaube, 3 Streifen sind da drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine normale Packungsgröße, 4 Stück sind hier drin. Ob das eine normale Packungsgröße ist, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich mache mal ein bisschen anderes Licht. Dementsprechend finde ich das richtig, richtig cool. So, und die 4 müssen wir jetzt wieder suchen. Die 4 ist hier an der Seite. Vertraut mir da mal. Oder wir können es hier so ein bisschen drehen. Die 4 geht nicht auf. Warum geht die 4 nicht auf? Die kriege ich hier nicht eingedrückt. Wahrscheinlich ist die so voll. Ah, da ist wieder eine Dose drin. Auch wieder so eine kleine. Finde ich ganz gut, dass da keine großen Dosen drin sind, weil es kann natürlich sein, dass da kleine Hunde sind und die fressen dann 4-5 Tage an einer Dose. Das ist die Sorte Kalb mit Quinoa, Karotte, Spinat und Salbei. 85% Fleischprotein, 15% pflanzliche Protein, 0% Getreide. Also Dose Nummer 2. So 4, dann haben wir die 5. Die ist wahrscheinlich... Ah, schaut mal. Ich denke mal, auf der anderen Seite geht das genauso weiter wie vorne. Hier ist nämlich auch wieder so ein ganz längliches Ding. Also die ist nochmal ein bisschen größer. Jawohl. Und hier haben wir die Nummer 5. Also das ist auf jeden Fall ein Adventskalender, der mir richtig Spaß macht mit diesen Packungen. Da rutscht die 11 nach, die Nummer 5. Da ist wieder auch so eine Tüte drin.
Und zwar sind da Rinderfettchen drin, also von der Größe so. Und ich denke, wir wollen Fanny nicht länger auf die Folter sparen. Dementsprechend machen wir Rind einmal auf. Da ist drin 93% Rind, ist Monoprotein. Und mit Zucker, was ist da sonst noch drin? Natürliches, pflanzliches Glycerin und Mineralstoffe. 93% Rindfleischerzeugnisse steht hier. So, jetzt kriege ich das nicht auf, Fanny. Doch, das kriegen wir auf. Das sind harte Leckerchen, die sind so von der Größe und sie landen im Hund. Ich denke, Fanny ist jetzt auch wieder glücklich. Sehr cool. Also, Packungsgrößen super. Also dafür lohnt sich der Preis, denke ich, bis jetzt ganz gut. Die Nummer 6, Nikolaustag. Die Nummer 6 ist hier und zwar ist das ein großes Fach. Ich würde jetzt mal schätzen, große Dose. Was sagt ihr? Große Dose? Ja, tatsächlich große Dose. Und zwar in einer Winteredition. Das ist cool. Oh, die sieht voll schön aus, die Dose. Seht ihr das? Die glänzt so. Und das ist die Sorte Ente mit Huhn, Süßkartoffel, Pflaume und Vanille. Also 95% Protein aus Ente und Huhn. Und ohne Getreide, Aroma, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Füllmittel. Richtig cool. Also die werde ich wahrscheinlich aufheben. Die kriegen die Hunde wirklich dann irgendwie Nikolaus vielleicht. Mal gucken. Also das ist eine große Dose, 400 Gramm. Reicht für die Hunde nicht ganz, aber ist nicht schlimm. So, die 7 war hier nachgerutscht. Und die denkt sich auch, was drehen wir hier denn die ganze Zeit? Hm? Die 7 und die 9 rutscht nach. Das macht richtig Laune. Merkt ihr, wie ich mich freue heute? Das ist toll. So, dann haben wir hier die Hirsch-Softies. Also die Tüten sind von der Farbe her gleich. Und das sind dann halt von der Größe so. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und die sind halt soft. Sehr cool. Also mit Leckerchen können wir uns jetzt auf jeden Fall totschmeißen. Die 8 ist hier an der Seite. Ich würde mal wieder schätzen, kleine Dose. Wahrscheinlich ist die Seite immer kleine Dose. Ja, da ist wieder eine Dose. Und zwar ist das Ente mit Kürbis, Brokkoli, Chia und Fenchel. Sieht so aus. Also eine ganz normale kleine Dose wieder. So, dann hatten wir jetzt die 8. Die 9 war irgendwo nachgerutscht, glaube ich. Die 9 ist hier. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass nicht jeden Tag eine Dose drin ist. Also ich habe mir schon gedacht, dass da viele Dosen drin sind, aber so jeden Tag, weiß ich nicht. Oh, was Neues. Und zwar haben wir, oh, wie cool. Das finde ich geil. Das ist Leinöl. Leinöl geben wir auch regelmäßig ins Futter. Eine sehr süße Größe, finde ich. Also gerade, wenn man doch mal in Urlaub fährt oder so, finde ich das ganz cool. Genau, ist einfach 100% kaltgepresstes Leinöl. Das finde ich cool. Ist mal was anderes. Nicht immer nur Leckerchen für die kleinen Mäuse. Komm, Fanny halten wir nochmal bei Laune, würde ich sagen. Die kriegt nochmal so einen Rinderhappen. Oder? Was sagst du? Rinderhappen ist okay, ne? Dafür kriege ich aber ein High Five. Jawohl. Und die andere Seite? Prima, sehr gut. So, wir hatten die 9, die Nummer 10 ist wieder auf der Seite. Also wieder eine Dose, gehe ich von aus. Jawohl, da haben wir Huhn mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachtkerzenöl. Also das war jetzt schon die 4. kleine Dose und eine große Dose. 10, jetzt haben wir 11. 11 ist nachgerutscht. Ich hoffe, dass am 24. nicht nur eine Dose drin ist. Das fände ich schade. So, die 11 sind Entenhäppchen. Das sind auch softe, extra weich, steht hier noch drauf. Die sind ein bisschen größer als die anderen, die wir jetzt gerade hatten. 93% Ente, Monoprotein, perfekt fürs Training. Sehr schön, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Was hatten wir denn jetzt gerade? Das war die 11. Die 12 ist nämlich schon nachgerutscht, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Die 12. Das Video wird auf jeden Fall ein bisschen länger, weil wir jeden Tag was anderes drin hatten bis jetzt. Oh, jetzt haben wir Pferdestreifen. Also wir hatten ja schon die Dorschstreifen, jetzt haben wir Pferdestreifen. Und die sind tatsächlich ein bisschen härter. Hier sind auch 4 Stück drin. Also eigentlich ist das auch was, wenn ihr mehrere Hunde habt bis jetzt. Also weil jeden Tag immer ein bisschen mehr drin war. Also selbst die Dosen könnte man ja aufteilen. So als Goodie ein bisschen oben drüber. Also hier sind wieder 4 Stück drin. 12 hatten wir. Ich muss mir merken, wo wir waren. Die 13 ist wieder eine Dose anscheinend. Oh nein, 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 keine Dose. Schaut mal. Pfötchenbalsam. Könnt ihr es sehen? Das kann man nicht essen. Pfötchenbalsam, rein natürlich für Hunde. Mit Bienenwachs, Shea-Butter und Ringelblumenöl. Oh, das riecht so gut. Nee, das kann man nicht essen, Mausi. Sehr cool. Also, ich finde es richtig geil, dass da jetzt nicht nur immer eine Dose drin ist. Sehr cool.
Ihr seht, ich freue mich total über diesen Adventskalender. 13, wir haben die 14. Die 14 war hier hinten nachgerutscht. So. Das fühlt sich auch an, als wenn da was anderes drin ist. Ja. Und da haben wir einmal zu dem Leinöl passend das Lachsöl. Sehr, sehr cool. Ich freue mich mega. Also dieser Adventskalender ist mein absolutes Highlight. Vielleicht werde ich den nächstes Jahr so für meine Hunde kaufen, weil ich den richtig, richtig cool finde. Also ist nicht bezahlt. Ich habe mir den selber gekauft. Dementsprechend richtig toll. Fanny wieder bei Laune halten. Ich bin jetzt auf die 24 gespannt. Ich hoffe wirklich, von der Größe sollte es eigentlich keine Dose sein. Wir gucken. So, was hatten wir gerade? Ich glaube die 14. Also die 14 oder die 16? Die 15. Fanny, du musst deine Nase da rausstrecken. Nein, die 15 ist hier. 15 ist jetzt aber bestimmt eine Dose. Ja, die 15 ist eine Dose. Also kleine Dose Nummer 5. Und zwar Huhn mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachtkerzenöl. Also das hatten wir schon. Das finde ich nicht so toll. Also es gibt, glaube ich, genug Sorten, dass man nicht die gleichen drin hat. Also das ist das zweite Mal jetzt Huhn. Die 16 war hier nachgerutscht, hatte ich gesehen. 16. Und da haben wir Hühnerhäppchen. Sehr, sehr cool. Also wir können uns definitiv tot werfen. Also wenn ihr den Adventskalender habt, also super. Extra weich 93% Huhn. Fanny hält das anscheinend fest. Gibst du mir das? Dann tauschen wir sie. Tauscht. Sehr cool. So, 16. Die 17. Die 17 ist hier oben. Dose. Ja, Dose. Und wir haben was anderes. Wir haben Rind. Rind hatten wir noch nicht. Mit Brokkoli, Papaya, Amaranth und Basilikum. So, die 18 ist hier nachgerutscht. Ich liebe diesen Adventskalender jetzt schon. Da ist wieder ein Beutelchen, also 18, ein Beutelchen drin. Und zwar haben wir hier Streifen. Hier Streifen hatten wir noch nicht, wir hatten hier Schappen. Und die sind auch wieder ein bisschen fester. Auch wieder 4 Stück drin. Ja, sehr schön. 19. Die war, glaube ich, hier nachgerutscht. Sie braucht auf jeden Fall Platz für den Adventskalender. Die 19. Die Seite ist jetzt auf jeden Fall schon mal leer. Und da ist was Grünes drin. Green Softies nennt sich das. Und zwar mit Insektenprotein, Hypoallergen, extra weich, CO2-neutral. Trotzdem ohne Zuckergetreide, Aroma, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Füllmittel. Fanny ist bei Insekten immer sehr wählerisch, muss ich sagen. Also sie mag nicht alle. Hier ist jetzt Kartoffel und Insekten drin mit Olivenöl. Mehr ist da nicht drin. Ich bin gespannt, was die Hunde dazu sagen. Das war die 19. Die 20 ist anscheinend wieder eine Dose. Wir haben jetzt 6 kleine Dosen und eine Nikolausdose quasi. Ja, eine Dose. Ich würde sagen, Rind hatten wir schon. Also das war die, die wir gerade drin hatten. Gleiche. 20, so. 21 war hier nachgerutscht. Also total toll. Auch von, also das Farbkonzept gefällt mir mega gut. Das ist auch nicht so aufdringlich. Richtig schön. Oh, und da haben wir Känguru-Softies. Also auch so kleine Leckerchen. Extra soft, würde ich sagen. Also sie fühlen sich auf jeden Fall so an. Ja, extra weich. Intensiver Geschmack und 60% Fleisch. Sonst ist da Geflügel, also Geflügel ist noch mit drin. Kartoffel, Mineralstoffe, Olivenöl. Sehr cool. Das war die 21. 22 ist wieder eine Dose. Dann ist die Seite nämlich auch fertig. Und zwar ist das Huhn. Huhn hatten wir auch das dritte Mal jetzt drin. Also wenn, dann hätte man ja wenigstens von jeder 2 Sorten. Also wir haben jetzt 2-mal Rind, 3-mal Huhn, 1-mal Pute, 1-mal Ente und 1-mal Kalb. Das war 22. Die 23, also hier ist auch schon weg, dann wird die 23 hier auch nochmal eine Dose sein. Hatten wir die 22 gerade schon? Nein. Wo ist die 22? Doch, die 22 hatten wir doch gerade, oder? Hilft mir. Doch, die 22 war die Dose gerade. Ich bin schon ganz verwirrt. Also die 23 scheint auch wieder eine Dose zu sein. Ja. Oh, und das ist was anderes, das ist Lamm. Da haben wir Lamm. Eine Lammdose mit Karotte und Distelöl. Und Leute, wir sind am 24. angekommen.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin gespannt. Was sagst du, Fanny? Fanny schläft gleich ein. Vor lauter Aufregung 24. Okay, die 24 sieht so aus. Also da ist hier dieses Päckchen drin. Ich dachte, das wäre hier oben auch noch was drin, aber da ist nichts drin. Das ist wahrscheinlich, es ist einfach nur Filmmaterial. Und wir holen das aber mal raus. Und zwar ist das Lachsfilet gefriergetrocknet. Würde man sagen, auch das ist eine Originalgröße. Und 100% Lachsfilet gewürfelt. Also Fisch hatten wir jetzt auch, glaube ich, doch hatten wir schon. Wir hatten ja Dorsch. Das ist der 24. Okay, also für den 24. Das Ding, weiß ich nicht, hätte man vielleicht was anderes machen können. Vielleicht hätte ich da auch lieber... Nee, Pfötchenbalsam ist auch. Nee, ist schon okay, das passt schon. Also, wir haben auch hier jede Menge Verpackungsmüll. Hauptsächlich allerdings Karton. Den Karton werde ich auch recyceln. Das heißt, Loki wird den bekommen. Der kann noch nicht so ganz gut momentan wieder alleine sein. Den wird zwischendurch mal langweilig und dann versucht er die Wohnungseinrichtung zu zerlegen. Und dann packe ich ihm immer so kleine Paketchen mit Klopapierrollen und so. Und da kann ich die auf jeden Fall aufbrauchen. Also die kommen nicht einfach in den Müll bei uns. Die bekommt Loki. Ansonsten ist der komplette Adventskalender aus Karton, was ich auf jeden Fall schon mal sehr gut finde. Natürlich sind die Packungen aus Plastik. Das ist halt bei der Firma halt noch so. Es gibt ja schon Firmen, die mehr aus Pappe machen. Also das ist dann aber auch beschichtet meistens, weil die ja sonst auch irgendwie anfangen zu schimmeln, wenn die Feuchtigkeit ziehen. Ansonsten finde ich den Adventskalender richtig, richtig geil. Also ich glaube, das Geld habe ich wieder raus, 60 Euro. Müsste ich nochmal durchrechnen. Also bis auf die Strauß-Dinger kriegen die Hunde alles definitiv. Also Strauß auch nur, weil wir, wie gesagt, das als Proteinquelle nehmen, falls mal irgendwas ist. Deswegen will ich mir die aufheben. Ich finde es richtig cool, dass quasi drei Sachen noch unterschiedlich dabei waren, also die man nicht so direkt verfüttert. Und zwar das Pfötchenbalsam und die beiden Öle. Die finde ich richtig cool, weil wir die auf jeden Fall benutzen. Und ich denke auch, wenn man Nass- oder Trockenfutter füttert, kann man die definitiv damit zupacken. Ansonsten haben wir 9 von den kleinen Dosen und eine große Dose, die ich vom Design einfach richtig toll finde. Das ist wahrscheinlich, das wird man da auch bekommen im Shop Winteredition, aber die finde ich richtig cool. Also die passt auch richtig zum Adventskalender von dem Design her. Richtig toll. Also den Adventskalender von mir einen Daumen hoch. Wie gesagt, werde ich vielleicht nächstes Jahr für die Hunde so kaufen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender fandet, weil das würde mich natürlich auch wie immer interessieren. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.